Heute Nachmittag überfielen unbekannte Täter zwei Wachleute und erbeuteten Münzen im Wert von $1,5 Millionen. Ray Gleason hat gerade das perfekte Verbrechen begangen. Doch dann kommt ihm eine winzige Kleinigkeit dazwischen. Hi, Dad. Die alles anständig vermasselt. Dad? Der Besuch seines Sohnes. Denn nachdem er sein Leben lang ignoriert wurde... Ich hab ihn eben am Hals. Er ist nur ein Kind. Völlig ausgeschlossen, dass er hier irgendwas rausfindet. Dreht Timmy nicht etwa durch? Sie sind weg. Entschuldigt mal, Jungs. Er dreht vielmehr den Spieß um. Ich glaube, wir sollten uns unterhalten. Giant Spiel, Aquarium, Museum, was? Wie? Da willst du wirklich überall hingehen. Und ich will, dass du mitgehst. Ich will, dass du mal so tust, als verbringst du gerne eine Woche mit mir. Und wenn du deine Sache gut machst, Dad, sag ich dir, wo die Münzen sind. Das glaube ich einfach nicht. Wir werden erpresst von einem 11-jährigen Jungen. Kommen wir zu den Münzen, Tim. Wo hast du die Dinger? Das würdest du wohl gerne wissen. Es wird eine Woche, die sie nie vergessen werden. Versucht lieber ein bisschen zu schlafen. Ich suche jetzt nach den Münzen. Wir haben morgen wieder eine Menge vor. Eine Woche, die seine Partner vielleicht noch mal bereuen werden. Oh, Karl! 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 Und der Fall, dem eine Polizistin... Ich glaube, dass der Junge weiß, wo die Münzen sind. Haben Sie einen Freund? Womöglich nicht widerstehen kann. Du sollst den Verdächtigen nur beschatten und ihn nicht gleich abknutschen. Für alle Geburtstage, die ich verpasst habe. MGM Film präsentiert die Geschichte eines Vaters, der dabei ist, festzustellen, dass sich Verbrechen nicht lohnt. Ihr seht ein bisschen fertig aus. Ihr werft doch wohl nicht das Handtuch, oder? Ja, du willst von mir aus alles den ganzen Tag so weitergehen. Wenn man nicht bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Macaulay Culkin. Ist das deiner? Oh la la. Ted Danson. Mal sehen, wer schneller weg ist. Noch nicht, warte. Okay, los. Allein mit Dad und Co. Wahrscheinlich kommst du auch aus einer kaputten Familie. Das sind wir auch, du und ich. Wir sind nicht intakt. Ich glaube, du siehst zu viele Talkshows im Fernsehen.